Für Fußballer ist die Sommerpause wohl die beste Zeit. Chillen und mit Freunden abhängen, mit der Familie in den Urlaub fahren und mal nicht auf dem Trainingsplatz intensive Läufe schieben. Für Daniel Caligiuri war die Sommerpause aber dieses Mal etwas ganz Besonderes. Er hat geheiratet. Ich denke, einer der schönsten Urlaube, Sommerpause in meinem Leben. Und hat sehr, sehr Spaß gemacht, war ein emotionaler Tag. Es gibt aber auch einen Trainingsplan in der Sommerpause. Die Profis bekommen immer wieder Laufeinheiten auf das Auge gedrückt, um die Grundkondition nicht ganz zu verlieren. Wie hast du das denn mit der Hochzeit hingekriegt? Noch mal kurz vorm Trauertal noch ein paar Runden gedreht? Ja, ich habe da schon früher Bescheid gegeben, dass ich an dem Tag, wo ich hätte laufen müssen, eben heirate. Und dann habe ich das mit meinem Fitnesstrainer abgesprochen, damit ich ein paar Tage früher anfange, um so die Laufeinheiten zu absolvieren. Kalli kam in der Winterpause, als die Vorbereitung schon fast vorbei war. Für den Offensivmann ist es im Prinzip die erste Vorbereitung hier auf Schalke. Vorbereitung gehört im Fußballgeschäft dazu, auf jeden Fall. Man versucht natürlich auf dem fittesten Zustand zum ersten Ligaspiel zu sein. Und da hoffen wir, dass jeder einzelne Spieler gesundheitlich super durchkommt. Und damit wir gemeinsam in die neue Saison gehen können. Das liegt natürlich auch am Trainer. Die ersten Tage und die ersten Eindrücke auf dem Platz haben den positiven Eindruck vom Coach bestätigt. Also macht einen völlig positiven, sympathischen Eindruck. Hat schon die ein oder anderen Gespräche geführt. Und er ist hochkonzentriert, hat sehr, sehr Lust auf die Aufgabe. Und wie heißt es so schön? Neuer Trainer, neues Glück. Domenico Tedesco hat selbst gesagt, dass die Karten neu gemischt werden. Das setzt neue Motivation frei. Ich denke, wenn es so einen Trainerwechsel gibt, da ist jeder Spieler, der wo jetzt bei dem alten Trainer nicht so oft gespielt hat, natürlich wieder voll motiviert, aber alles rauszuhauen, die Qualität zu zeigen. Und ich denke, das meint Herr Tedesco auch, dass da jeder Spieler bei Null anfängt und sich jeder nochmal neu beweisen muss. Und ich denke, da wird schon dann die richtige Entscheidung treffen.